Hallo, willkommen zurück. Heute geht es einen Schritt weiter mit dem Axio AX155. Heute schrauben wir es mal auf und gucken, was drin ist. Wer das Vorstellungsvideo noch nicht gesehen hat, kann das da oben irgendwo in der Infobox sich anschauen. Ansonsten würde ich mal sagen, legen wir los und schrauben mal die ganzen Schrauben hier auf. Also was man jetzt hier an den Schrauben schon mal erkennen kann, die haben hier so einen kleinen O-Ring drauf. Das ist auch hier bei den Schrauben definitiv wasserdicht. Jetzt schauen wir mal, ob das hier so schon aufgeht. Boah, perfekt. Die Batterie ist hier hinten drin. Also die wird hier auf die zwei Kontakte gedrückt, die Batterie. Mit den zwei Kontakten hier. Dann sieht man auch hier die zwei Sicherungen. Man sieht hier einen Messwiderstand, der da oben drauf einen Lötklecks hat. Weiß nicht, ob das irgendeine Anpassung oder so sein soll, aber da oben sieht man auf jeden Fall einen Lötklecks. Des Weiteren sieht man hier hinten ein paar PTCs und sonstige Messwiderstände, Transistorschaltungen, noch mehr Transistoren, hier die Kontakte für die Batterieversorgungsspannung, hier ein dickes Kabel vom Strommesseingang entsprechend hoch zum großen Schaltwiderstand. Dann kann man hier erkennen, dass sich hier irgendwie eine lieblos angelötete Drahtbrücke befindet mit noch Flussmittel dran und hier entsprechend eine ganze Horde Chips. Wir schrauben jetzt noch ein bisschen weiter und öffnen die gefüllten 1000 Schrauben, die wir hier noch drin haben. Auf der Unterseite befindet sich ansonsten nicht viel, außer das Wahlrad für den Drehschalter, das große LC-Display und noch eine ganze Horde Dioden unterhalb des LC-Displays. Ich baue es also schnell wieder zusammen, bevor irgendwelche Dinge kaputt gehen, die nicht kaputt gehen sollen. So, das war's. Ich schraub's wieder zusammen, das Multimeter. Mehr ist nicht drin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nochmal kurz testen vom Schrauben, ob es noch funktioniert. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Dann gibt es auch öfter solche Videos, weil dann weiß ich, dass euch solche Videos gefallen. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.